Hallo und willkommen zum heutigen Stadtgespräch Böblingen hier aus der Motorworld und herzlich willkommen auch Ines Böttcher. Sie sind Quartiersmanagerin in der Altstadt in Herrenberg und angestellt bei der Stadt Herrenberg. Frau Böttcher, was ist denn so mal ganz global die Aufgabenstellung einer Quartiersmanagerin? Also ich übernehme im Team Bürgerbeteiligung und Engagement einen ganzen Strauß an Aufgaben. Unter anderem auch engagierte Bürger zu beraten, Vereine zu beraten, auch das Mitmachstadtportal zu pflegen. Und aber mit einer 50%-Stelle mache ich jetzt das sogenannte Quartiersmanagerin. Ich bezeichne mich lieber als Stadtteilkoordinatorin, weil die Menschen mit Quartier und Quartiersmanagement das zum Teil nicht so viel anfangen können. Weil wenn man von Quartier redet, könnte es ja durchaus so sein, dass es andere Quartiere gibt. Aber ich habe es ja schon in der Anmoderation betont, es geht spezifisch um die Kernstadt, um die Altstadt in Herrenberg. Ja. Und die Stelle, die füllen Sie aus, seit wann? Die Stelle fülle ich aus seit September 2018. Es wurden ja Fördergelder beantragt aus einem Fördertopf des Ministeriums für Soziales und Integration des Landes Baden-Württemberg. Die haben im Moment so eine Strategie aufgelegt, Quartiersmanagement, wo sie die Kommunen, Gemeinden, kleinere Dörfer unterstützen wollen, dass Menschen Gemeinschaft erleben können, sage ich jetzt mal so ganz grob. Wir können ja noch näher drauf eingehen. Ja. Und ist die Stelle eine, die Sie lange voraussichtlich einnehmen mit der Entwicklung der Stelle als solches oder der Aufgabenstellungen, oder ist die begrenzt? Wie ist das? Im Moment ist es so ein Modellprojekt für 2 Jahre. Und ich muss auch sagen, es gibt noch nicht so viele Menschen, die Quartiersmanagement in Deutschland überhaupt gemacht haben. Das heißt, auch ich musste mich da so ein bisschen einarbeiten, darum die Vorlaufzeit jetzt. Und wie gesagt, es läuft 2 Jahre und dann muss man mal sehen, ob der Gemeinderat eventuell sagt, ja, das finden wir gut, da beantragen wir nochmal Fördergelder. Dann läuft es weiter und kann vielleicht auch auf andere Stadtteile in Herrenberg ausgeweitet werden. Okay. Und wissen Sie, ob es in der Nähe, in anderen Städten, in anderen Kommunen ähnliche Modelle auch schon gibt? Mhm. Und haben da unter Umständen auch Erfahrungswerte schon absaugen können? Ja, also es gibt in vielen Kommunen jetzt in Baden-Württemberg solche Ansätze. Und gerade zum Beispiel in Schwäbisch Gmünd und auch in so einem kleinen Ort wie Plochingen. Da habe ich ganz tolle, nette Menschen getroffen, die da schon Stadtteilkoordination seit einer ganzen Zeit machen. Auch in Ludwigsburg in einem Stadtteil. Und da konnte ich mir schon Erfahrungen auch abholen. Okay, jetzt wissen wir ja, in welchem Gebiet Sie das machen. Ja. Aber wer ist denn die Zielgruppe, die Sie ansprechen? Genau, die Zielgruppe sind hauptsächlich die Bürgerinnen und Bürger, die in der Altstadt wohnen. In gewisser Weise auch natürlich die ansässigen Händler oder Menschen, die dort arbeiten, weil sie ja auch in der Altstadt unterwegs sind, aber schon eigentlich die Anwohnerschaft. Genau. Und welche Zielsetzungen bringt die Stelle mit sich oder welche Zielsetzungen haben Sie langfristig gesehen dahinter? Also ich habe für mich das Ziel eigentlich erstmal, dass ich die Bürger kennenlerne, die Bürger mich kennenlernen. Ich so ein bisschen auch die Brücke zur Stadtverwaltung bin und den Bürgern helfe, wenn sie Ideen haben, die sie umsetzen wollen in ihrem Stadtteil, dann auch, wie kann man in der Stadtverwaltung, was muss man beantragen, wo muss man nachfragen, wo kann man vielleicht finanzielle Unterstützung bekommen, dass ich denen helfe, so Projekte und Ideen auf den Weg zu bringen, sage ich mal. Dazu wollte ich noch ergänzen, es gibt auch Anwohner, die gar nicht in der Altstadt laut offizieller Stadtplanungsdefinition wohnen, sondern in der Nähe. Und die dürfen natürlich auch mitmachen. Okay, also da ist offensichtlich keiner, der am Rande der Altstadt wohnt, ausgeschlossen. Wie kann man sich's denn aber in der Praxis vorstellen, wenn Sie morgens Ihren Büroalltag beginnen? Gehen Sie dann gleich aus dem Büro raus und läuten an den Türen und fragen nach, was die Bürgerschaft so braucht? Oder wie geht das vonstatten? Also an den Türen läute ich nicht, weil das kam mir, das machen vielleicht Kollegen, aber das kam mir irgendwie so ein bisschen so vor wie so eine Hausierer, das wollte ich nicht. Ich war so in den Gassen unterwegs und auch oft auf dem Wochenmarkt und habe sozusagen zum Gespräch angeboten. Am Anfang muss ich aber zugeben, musste ich mich selbst erstmal informieren, was ist los bei der Stadt Herrenberg, welche aktuellen Projekte gibt es.
Wie sieht eigentlich die Altstadt aus? Wie ist die begrenzt? Da bin ich auch einfach da überall herumgelaufen und habe mir das erstmal angeschaut. Weil wenn ich mit den Bürgern ins Gespräch kommen möchte, dann muss ich auch wissen, was ist eigentlich bei uns los, ne? Wenn ich da Fragen beantworten möchte. Genau. Da sind auch viele auf mich zugekommen, dann besonders auf dem Wochenmarkt. Und welche Bestandsaufnahme Sie gemacht haben und wie sich das weiterentwickelt, das hören wir bestimmt von Ihnen nach einer kurzen Pause. Liebe Zuschauer, wir gehen, wie gesagt, in eine kurze Pause. Bleiben Sie gerne bei uns. Willkommen zurück zum Stadtgespräch Böblingen hier aus der Motorworld. Frau Böttcher, wir sind im Gespräch. Sie sind Quartiersmanagerin in der Kernstadt in Herrenberg und wollten uns jetzt gerne nach der Pause einen Überblick geben, was Sie schon alles gesammelt haben, auf welchem Stand der Dinge Sie sind. Mhm. Ja. Also wie gesagt, auf den Wochenmärkten haben mir die Bürger schon ganz viel erzählt, wie es ihnen geht, wie es ihnen gefällt in der Altstadt, welche Probleme sie vielleicht sehen, in ihrem ganz normalen Alltag, beim Einkaufen oder beim Wohnen. Auch zum Beispiel die steilen Berge hoch und runter zu kommen, solche Sachen. Die meisten haben mir tatsächlich gesagt, dass sie zum Beispiel das Thema Lärm und Müll auch beschäftigt. Auch Sitzgelegenheiten ist ein Thema. Und was mir auch viele zugetragen haben, ist so, sie möchten gern die Nachbarn kennenlernen, Gemeinschaft erleben, vielleicht wissen, wer wohnt, wo kann ich mir vielleicht mal was ausleihen, wer kann mir vielleicht mal bei einem Spaziergang helfen oder beim Einkaufen, solche Sachen. Mhm. Ja. Also interessant, Dinge auch dabei, wo man so zunächst mal eher denkt, das sind Sachen, die in einer Großstadt vielleicht eher auftreten, so nach Nachbarn kennenlernen, ja. Sehr interessant. Eine Konstellation, die mich besonders nochmal interessiert, Sie sind jetzt wie andere auch in der Altstadt aktiv und tätig. Es gibt seit kurzem ein aktives City-Marketing, Stadtmarketing in Herrenberg. Es gibt aber auch den Gewerbeverein, der ja seit vielen Jahren über seine Mitglieder auch in der Herrenberger Altstadt tätig ist, Veranstaltungen durchführt und so weiter. Wie finden die Player sich alle zusammen? Wie passt es, ohne dass Zielgruppen x-fach angesprochen werden müssen? Also ohne, dass der Schuss nach hinten losgeht? Ja. Also das ist tatsächlich, da sprechen Sie eine Methode des Quartiersmanagements an. Ich habe mir ganz am Anfang wirklich, das nennt man so Akteursliste. Das heißt, die Akteure sind so Dienstleister oder Vereine oder andere Gruppen, die auch dort unterwegs sind. Und das habe ich mir angeschaut, das hat auch ein bisschen Zeit in Anspruch genommen, habe jetzt so eine Liste und habe angefangen, die zu besuchen und mit denen ins Gespräch zu kommen. Diese Player. Ne? Genau, die Akteure, genau. Unter anderem den Gewerbeverein, auch das Stadtmarketing, die Spitalkirche, den Herrn Söhner und ganz viele verschiedene Akteure sind das. Und habe denen auch aufgezeigt, wie wir vielleicht zusammenarbeiten können, habe auch gefragt, die haben ja auch viele Jahre Erfahrung, die haben ja auch auf ganz speziellen Fachgebieten Erfahrung. Dieses Fachwissen zum Thema, weiß ich nicht, zum Beispiel Senioren oder so, das kann ich mir gar nicht alles auf einmal aneignen. Da bin ich auch darauf angewiesen, mit denen zusammenzuarbeiten und das klappt bis jetzt ganz gut, muss ich sagen. Also Sie sehen da nicht Reibungspunkte, beziehungsweise Sie sehen Möglichkeiten und Chancen, diese unter Umständen Reibungspunkte auszuräumen. Sie hatten den Herrn Söhner, den Johannes Söhner, gerade angesprochen, der ja seit kurzem Diakon ist in der Spitalkirche. Und mit ihm gemeinsam haben Sie ja ein erstes größeres Projekt dieser Tage gestartet, unter dem Stichwort, ich habe es notiert, Ideenwerkstatt Quartier 2020. Was war dabei los? Wen haben Sie da eingeladen gehabt und welches Ergebnis ist vielleicht daraus schon entstanden? Ja. Also daran kann man auch sehen, dass das wirklich sinnvoll ist und auch so gegenseitige Potenziale da drin liegen. Ne? Mit dem Herrn Söhner, genau in der Spitalkirche, Ort der Begegnung, haben wir die Ideenwerkstatt gemacht. Da waren 55 Bürger aus der Altstadt da. Und die kannte ich auch vorher zum Teil nicht. Also die sind wirklich gekommen, weil sie Lust haben, was zu machen. Und da kamen tatsächlich ähnliche Themen wieder auf, wie sie mir schon zugetragen worden waren auf den Wochenmärkten im Gespräch. Also einmal auch Verkehr,
autoarme oder sogar autofreie Altstadt wird sich gewünscht. Großes Thema in Herrenberg, aber natürlich auch anderswo. Aber es kam auch wieder eine große Gruppe, die sehr motiviert ist, Gemeinschaft, nochmal eigene Nachbarschaftstreffs ins Leben zu rufen. Neue Themen sozusagen, die man noch nicht so oft gehört hat. Ja, genau. Und es kamen natürlich auch ganz interessante, lustige Vorschläge, wie so ein Kneippbecken zum Markt, also in der Straßenführung, wo man dann barfuß vom Edeka vielleicht bis zum Marktplatz laufen kann. Fahrbare Sitzbäume hatten Sie im Vorgespräch noch genannt. Ja, genau, solche Sachen. Ja. Also da sind schon, das fand ich sehr interessant, dass die Bürger so kreativ geworden sind. Ne? Also will heißen, Sie haben jetzt in dem ersten größeren Projekt tatsächlich auch schon einen Anschub bekommen, eine Situation erlebt, wo Sie merken, der Job macht Sinn und die Bürgerschaft, die steht dahinter und möchte da gerne mitarbeiten. An der Stelle können wir unsererseits nur alles Gute wünschen, dass Sie da weiter zurechtkommen und das Projekt dann tatsächlich auch ein dauerhaftes wird. Mhm. Frau Böttcher, vielen Dank für das Interview. Ihnen alles Gute. Ihnen, liebe Zuschauer, danke fürs Reinschauen und bis kommende Woche bei uns im nächsten Stadtgespräch. Schönen Abend.